Hey, Kleiner, wie heißt du? Mokta, aber alle Welt nennt mich Momo. Können Sie Petong spielen, Monsieur Momo? Das ist aber schwierig, hä? Schwanz ab, wenn er das schafft. Was ist denn das für eine krumme Tour? Das passiert ihm, wenn man nachdenkt. Da hätten wir es wieder, dein verfluchtes Pool. Hört das nie auf. Ich bin da an einem großen Kuh dran. Ich kenne ein Riesengeschäft, Jackie. Tun dir die Beine weh? Von vielen Klinken putzen? Ich will im Juni einen internationalen Petong-Wettkampf organisieren. In Bissi. Das ist ja der große Kuh. Willst du etwa kein Champion mehr werden? Ein paar Details dran, unterbrechen Sie. Ich bringe Ihre Lieferung. Danke. Hier, probieren Sie. Hat meine Mutter zubereitet. Klebt ein bisschen. Naja, wie alle Mütter. Nein, das Couscous. Was ich jetzt beibringen werde, wissen bloß 3-4 Typen in ganz Frankreich. Der Nächste. Oh, Couscous. Unser Freund mag ja aus Nordafrika kommen, aber das ist kein Grund, ihn einfach Couscous zu nennen. Wer ist dafür, dass wir ihn nehmen? Und wie ist das neue Leben, Mokta? Der Ruhm, das Blitzlicht und all das? Was hat denn unser kleiner Promi? Braucht er jetzt Journalisten und goldenen Sand, um Pool zu spielen? Vergesst mich! Sie sind kein Franzose. Sie sind illegal hier. Momo reist ab. Das ist das Beste für alle. Ich komme wegen Momo. Das ist nicht mein Problem. Sehr freundlich. Echt toll zu sehen, wie viel Freundschaft Ihnen bedeutet. Wie heißen Sie, mein Freund? Mokta ist mein Name. Aber alle Welt nennt mich Momo. Nein, Monsieur, ich denke, Sie stehen in der falschen Schlange. Es ist auf der Seite. Nein, Einbürgerung, da steht's doch. Ich möchte Algerier werden. Hä?